Idee. Nein, 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 shake. Denkst du, Benze wird bei Wolfsburg eine große Rolle spielen oder eher Bank? Hättest du wieder auch so eine coole Entscheidung von Benze, dass er nicht bei Hertha bleibt, sondern wegwechselt? Das Ding ist, Wolfsburg ist jetzt auch nicht ein Team. Das Ding ist, Hertha ist angewiesen eigentlich auf so Jugendspieler jetzt wegen zweiter Liga. Die haben zwar ein bisschen Geld, aber ich würde als Spieler, wenn du bei deinem Verein Profi wirst, ich würde immer eher bei einem anderen. Also wenn du jetzt bei Hannover bist und du kannst da Profi werden, ich würde lieber zu Paderborn wechseln und da unterschreiben, weil der Verein holt dich dann extra und kümmert sich viel mehr um dich. Du musst zwar umziehen und so, aber dafür, der Verein will dich wirklich haben und bezahlt für dich Geld. Und ja, ist halt was anderes, als wenn du bei dem Verein schon 8 Jahre Jugendspieler warst und dann kommst du hoch und dann, die kennen dich schon ganz genau, die wissen, mit dir können wir auch noch warten lassen. Ja, nehmen wir lieber den mit, weil der ist eh Jugendspieler, das passt schon. Und deswegen würde ich immer eher den Schritt machen, wegzuwechseln. Das Ding ist, Wolfsburg ist natürlich schon ein fetter Step, auch wenn Benze soll ja der talentierteste sogar sein von den Dardais. Also Porco, Marton und Benze. Marton spielt ja sogar jetzt Ungarn EM. Ist dabei. Marton ist richtig krass. Benze, ich hab leider noch nicht so viel gesehen. Ich kenne ihn nur persönlich. Also ich weiß nur, dass er ein lustiger Junge ist. Aber Benze soll noch besser sein. Er ist 6er, 10er, ne? Und ja, also Wechsel zu Wolfsburg. Das ist halt so ein Verein, die haben Geld. Das winkt natürlich auch. Andererseits gibt es natürlich dementsprechend auch Konkurrenz. Und als junger Spieler braucht er Spielpraxis. Also muss jetzt spielen. Er muss spielen. Erstes Jahr, wenn er 10 Spiele macht, ist schon gut bei Wolfsburg. Und dann danach die Jahre hoffentlich mehr. Oder was ich am liebsten machen würde, ist ausleihen. Ausleihen in Zweitliga. Irgendwo nach Holland oder so. Benze ist kein Zweitligaspieler, der muss nach Holland oder was weiß ich, irgendwo ausgeliehen werden, dann da spielen. Oder er schafft es halt direkt bei Wolfsburg. Aber Wolfsburg, das ist halt so ein Verein, die haben so viel Geld, Bruder, die holen sich da irgendeinen Zehner und lassen den spielen. So, das ist das Problem. Und sonst, wenn er jetzt so 2 Jahre bei Wolfsburg so verschenkt, macht nur 15 Spiele insgesamt oder so, verletzt sich im schlimmsten Fall noch, dann hast du schon wieder 2 Jahre verkackt. Aber andererseits, wenn du bei Wolfsburg einen Durchbruch schaffst, dann hast du auch richtig geschafft. Und Jessica ist eigentlich auch so ein Fall. Der hat immer einen Verein, wo er nicht so wirklich spielt. Bei Hertha hat eh keinen Bock auf Jugendspieler, ich weiß nicht warum. Oder hätte Hertha alle Spieler behalten, die wären so gut. Guck mal, zum Beispiel Maxi Mittelstädt, der war 6 Jahre bei Hertha, hat immer die gleiche Rolle gehabt. Er ist schon immer richtig gut. Er hat immer die gleiche Rolle gehabt, hat nie gespielt, so gefühlt. Ab und zu gab es mal so Phasen, wenn Platte verletzt war, der hat da ein bisschen gespielt. Das war's. Bruder, er geht ein Jahr weg von Hertha. Nach 6, 7 Jahren Profis geht ein Jahr, er wollte auch bei Hertha bleiben, weil der Mann ist wirklich Hertha hoch 1000, wechselt zu Stuttgart und auf einmal ist er Nazio. Also geisteskrank, wird fast Meister, werden zweiter Platz und jetzt ist alles secured. Wäre bei Hertha geblieben, der Arme. Maxi wäre aber, glaube ich, niemals so stark geworden. Ja, Hertha ist eine Bremse für Talente. Das ist schon immer so irgendwie. Die lassen die kurz ran, geben die einen Pro-Vertrag, lassen die 3 Spiele spielen und dann gammeln die rum. Das ist jedes Mal so. Das war magisch. Nee, okay, Lucky war ja so krass, dass ihm war sowieso direkt klar, dass er nicht bleiben wird bei Hertha. Weil er keinen Bock hatte, bei Hertha zu versauern. Und ihm wollte ja jeder, ihm wollte Man City, Barca, was weiß ich, jeder wollte ihn haben. Und dann, ja, den kann Hertha halt nicht halten, so. Aber es gibt so viele Spieler.
Abschiedsfeier, die es da gestern gab. Dann holen die irgendeinen 35-jährigen Serben oder so, der den Innenverteidiger spielt, anstatt Jordan. Das checkt's nicht. Weil lass einfach Jordan weiterspielen. Okay, Jordan war jetzt auch verletzt zum Beispiel, aber auch Marton zum Beispiel. Bruder, die holen Rogel oder so, was weiß ich. Bruder, wer sind die? Irgendwelche 30-jährigen Griechen, Uruguayer. Bruder, warum? Wir haben noch Spieler. Jürgen Klopp gestern mit seinem letzten Spiel. Ja, das Jugend ist so krass. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transfer. Die können alles, aber wir haben keinen Bock. Okay, wir spüren aber ein bisschen durch. City feiert Titel. Was wird aus Ortega? Was macht Ortega? Was dabei sein, was so viel besser ist, und das sehe ich aktuell nicht. Sind jetzt so ruhig, ein bisschen feiern. Bayer Bies, lassen Sie heute Abend nochmal noch raus, oder sind Sie eher Typ Familie? So ein geiler Spieler. Also Torwart, weil er auch spielerisch so krass ist. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich auch ganz gut feiern kann. Stefan Ortega, zu seiner Zukunft, das interessiert uns natürlich. Gibt nicht wenige, die gesagt haben, eigentlich müsste man den auch mit zur EM nehmen. Ne? Er hätte es sich verdient. Durch seine Leistung, durch das Begehren an ihn, rund um ihn herum, ist natürlich auch sein Anspruch gestiegen. Und das mal vorweggenommen, er will in der nächsten Saison die Nummer 1 sein. Im besten Fall bei Manchester City. Pep spricht über seine Zukunft. Im achten Jahr und Pep Goat Coach plus eins. Was passiert nach 2025? Er gibt ein bisschen Einblicke in seine Zukunft. Er ist für mich jetzt schon wirklich Goat. The reality, I'm closer to leave than to stay. So 8 years will be 9. So Pep zu Bayern bitte nicht. Right now my feeling, I want to stay next season. Kann sein, die verlieren 3 Spiele. Die verlieren 3 Spiele. Bayern-Fans wollen Pep nicht mehr haben. Also nächste Saison. Sagen, Pep ist, der kann sich mehr. Ach, ja, weiter in Himmelblau und darüber hinaus mal gucken. Tendenz eher nein. Hat auch immer sehr krasse Teams. Ja, plus eins. Sagt er selbst, aber es kann sich ja viel tun in so einem Jahr. Unterdessen erreicht uns die nächste. Aber das Krasse ist, diese Teams so perfekt zu machen. Die sind einfach wirklich perfekt. Man City ist perfekt. Irgendwie Real verloren. An Max Eberl. Trotzdem. Wie krass ist eigentlich, wie doll Kloppo verehrt wird in Liverpool. Also wie doll, also wie legendary er sich dort gemacht hat, ne? Ich sage, in Deutschland hätte er niemals diese Anerkennung bekommen. So wie Toni Kroos bei Real so mäßig. Bayern zukommen und also zwingendes Auge muss auch mal leider. Also die lieben ihn, die weinen, dass er weg ist und so, ne? Also ich habe so Gänsehaut bekommen heute, als ich so ein paar Videos gesehen habe. Ja, wir hatten Lukas Kwasniok jetzt nicht ganz oben auf der Liste, aber wollen natürlich drüber sprechen, wie diese Trainersuche weitergeht. War schon am Freitag unser Thema und diese Seifenoper. Marco bei Dortmund stimmt. Wird uns weiter beschäftigen. Aber Plätti, du hast gestern in Sky 90 schon interessante Zahlen aus. Dortmunds gleich mit Klopp, ja stimmt. Was die Abfindung für Thomas Tuchel auch angeht, das wird eine richtig tolle. Wieso ist Kloppo damals gegangen, eigentlich? Ihre Nummer für die Bayern. Streich, stimmt. Aber Streich ist auch, das ist auch hart. Was macht ein Streich? Ja, wir haben uns entschieden, mit dieser Information herauszugehen, denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Mosaik in diesem ganzen Puzzle. Warum ist Tuchel nicht geblieben? Was waren überhaupt die ganzen Probleme der vergangenen Wochen? Und was ist da überhaupt im Februar entschieden worden? Und deswegen legen wir jetzt nochmal einen drauf auf unsere Exklusivnachricht. Fakt ist, er ist freigestellt ab dem 1.7. Also der Vertrag, das wird jetzt sozusagen ruhen gelassen und Thomas Tuchel ist ab dem 1.7. kein neuer Trainer oder kein Trainer mehr des FC Bayern. Aber im Februar, als man sich mit ihm zusammengesetzt hat, allen voran ja auch Jan-Christian Dresen, der Vorstandsboss, da wurde eben Thomas Tuchel ein Paket zugesichert. Man hat gesagt, pass auf, wir machen die Saison zu Ende, wir halten die Füße still, bitte Vollgas nochmal bis Saisonende und dann trennen wir uns und dann gibt es für dich ein richtig fettes Abfindungspaket. Und das wurde nicht nur ihm, sondern eben auch seinem Co-Trainer-Team zugesichert. Und dieses Gesamtpaket, das liegt bei weit über 10 Millionen Euro. Und da gehen wir auch nochmal ins Detail rein. Das Trainerteam, Tuchel und eben seine Co-Trainer bekommen die vollen Bezüge. Also man muss dann immer rechnen abzüglich der Lohnnebenkosten, aber sie bekommen im Grunde genommen ihr Gehalt durch bis zum 30.06.25. Und jetzt kommt eben die Absurdität. Tuchel wurde zugesichert nach unserer Information, dass er eben dieses Paket, dieses Abfindungspaket auch dann erhält, wenn er jetzt zum Beispiel im September, im Oktober. Trainer haben so verrückte Deals. Einfach, du kannst so unterschreiben, du wirst einfach gefeuert, weil du Kacke machst. Du kriegst trotzdem dein Geld für ein Jahr und so. Das ist voll krank. Oktober oder jetzt im August schon zu einem neuen Trainer. Also allgemein jetzt als Trainer. Er bekommt dann nach dem Wechsel
das volle Gehalt ausgezahlt, was ihm noch zustünde, bis eben zum 30.06.25. Und das kommt auch noch on top, Thomas Tuchel kann in jedem Fall ablösefrei wechseln. Und das ist einfach ein Riesenpaket. Das hat für mächtig Ärger gesorgt beim FC Bayern. Und das wurde ihm zugesichert im Februar und war eben auch ein Bestandteil jetzt in den neuen Gesprächen mit Thomas Tuchel. Ja, ich glaube, schlimmste Position, die man haben kann der Welt, ist Trainer bei Bayern zu sein. Hat da einfach kein Agreement gefunden, wie man das ganze Ding jetzt... Eigentlich hast du da eine geile Truppe, einen geilen Verein und sonst was, aber du kannst nur Sachen falsch machen. Ihr müsst jedes Spiel gewinnen, sonst wirst du gefeuert. Aufschlüsseln kann, aufsetzen kann mit einem neuen Vertrag. Aber Firmenwagen musst du abgeben. Den würde er abgeben müssen. Aber erst am 30.06. Immer Drama. Ja, Junge, das ist so, ich finde das so toxisch dort. Also richtig ekelhaft. 25, nein, aber da geht es um sehr viel Kohle und das ist nicht Usus in der Branche. Ja. Und das sorgt einfach für Verwunderung. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, Verwunderung. Ja, da steigt er auch ab und so, Pyrex. Ist schön umschrieben. Wie geht's denn für ihn weiter, für Thomas? Bayern war 11-mal Back-to-Back-Meister, was weiß ich alles, und die haben 12 Trainer gehabt. Was, Tuchel, wo zieht's ihn hin? Gibt's nur zwei klare Optionen. Entweder er macht eine Pause oder er wechselt in die Premier League im Sommer. Diese Entscheidung steht fest. Wenn er in die Premier League geht, dann geht's entweder zum Manchester United oder zum FC Chelsea. Stand jetzt. Und was die Trainersuche angeht, sind wir da schon auf der richtigen Spur. United Chelsea, zumindest was das Land angeht, ist ja, dann, eine Spur nach England? Ja, können wir klar so sagen. Es gibt eine deutliche Spur. Zidane, Flick wieder. Haben die nicht Flick rausgehauen? Ten Hag von Man U. Glasner, Mourinho? Bro. Mourinho, nee, unser Trainer, der passt nicht zu Spielgefüge. Der ist nicht mal da, die hätten schon keinen Bock. Ten Hag würden die auch direkt beleidigen. Flick ist selber gegangen, achso. Aber Flick war auch nicht so cool, finde ich zumindest. Also in der Doku und so, wie er mit der Mannschaft geredet hat, bla bla. Oder? Mogi zu Beşiktaş? Lol. Nach England. Die Bayern haben sich ja jetzt in den vergangenen Wochen vermehrt auch mit Trainern beschäftigt, die in der Premier League aktiv sind. Was wir sagen können, ist, dass die Bayern weiterhin keine Aura, ja, wirklich, den Markt in der Premier League, alle sagen Company im Chat, ne, sondieren und sie führen Gespräche mit Trainern aus der Zidane. Was hat Zidane mit Hertha zu tun, mit Bayern zu tun? Also voll random. Premier League, die derzeit dort unter Vertrag stehen. So unsere klare Information. Wir können jetzt noch nicht sagen, wer es ist. Wir sind weiterhin dabei, das zu recherchieren. Wir sind dran, aber die Liste ist sehr, sehr klein. Oh! Und da steht, die sind raus. Oh! Das ist jetzt mal so die erste Liste, die wir nennen können. Ach, es ist nicht Flick. Ten Hag, ja, besser ist das. Wir prüfen Pochettino, wir prüfen Arteta, wir prüfen Silva, wir prüfen Kompanie. Vielleicht kommen da noch ein, zwei Namen dazu, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es einige Kandidaten gibt, die raus sind. Zidane, Flick, Ten Hag, Mourinho und auch Glasner, da wird es kein Verhandlungscomeback geben. Das sind aktuell keine Optionen für den FC Bayern. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, wer wird neuer Bayern-Trainer? Unterdessen beschäftigen wir uns noch mit zwei Gerüchten, die es gab, was das Personal auf dem Feld angeht. Gleich zu Bruno Fernandes von United, erstmal Emerson Royal von den Spurs. War mal ein loses Thema im Januar, als die Bayern einen Rechtsverteidiger gesucht haben. Jetzt gab es Medienberichte, die Bayern wären da hinterher und das wäre ein Ziel für den Sommer, können wir so nicht bestätigen. Emerson Royal derzeit kein heißes Thema beim deutschen Rekordmeister, ist er auch überhaupt nicht die Baustelle hinten rechts. So, und der Achter von United? Das hört sich irgendwie nicht so geil an. 15 Millionen Premier League bei Spurs, da spielt er bestimmt nicht so viel, oder? Wie jetzt aller Voraussicht nach auch nicht. Würde ein spannender... Bruno Fernandes, das ist so ein richtiger James Rodriguez-Coutinho-Wechsel. Der kommt nach Deutschland, der denkt so, hier ist alles chillig, merkt aber, hier ist nichts chillig, fühlt sich nicht wohl. Bei Läufen und so macht er nicht wirklich mit. Krafttraining, nee, kein Bock. Spielt ab und zu, kommt manchmal rein, zaubert ein bisschen rum, passt. Nico, danke für 10. Name sein für die Bundesliga, Bruno Fernandes, aber die Bayern sind aktiv nicht dran, nicht drin. War kein großes Thema an der Säbener Straße zuletzt. Was also zu Dortmund, RB Leipzig, sowas. Bayern. Ey, was macht Thiago, Chat? Der ist Malocha, ehrlich? Es gibt mir so richtig Coutinho und Dings-Vibes. Coutinho, James Rodriguez-Vibes.
Unser Top-Thema heute sind diese drei Herren, die wir schon mal in die potenziell neuen Trikots gepackt haben. Dann hört auf, die ganze Bundesliga immer zu kaufen einfach. Wir sehen in der Mitte Serhou Guirassy. Ich mach einfach Delay Sports in Profiniveau einfach. Grunewald macht uns Probleme, wir holen drei von Grunewald. Das machen die, das Gleiche machen die. Guirassy war 18 Tore, ja, holen wir. Sehen links Xabi von RB Leipzig und rechts Asan Ouedraogo vom FC Schalke 04. Alle diese drei Spieler werden wir ausführlich besprechen und starten mit Xavi. Ist das einer für die Bayern? Das machen wir, das machen wir. Ich habe vor ein paar Wochen mal gesagt, da warten wir mal ab, ob der Max Eberl nicht irgendwie als Antrittsgeschenk den Xavi im Gepäck hat und setzt. Bitte geht Flo Wirtz nicht zu Bayern. Bitte nicht. Senat am Nasener Straße ab. Wir gehen mal ein paar Millimeter weiter, denn wir können sagen, Xavi steht tatsächlich beim FC Bayern. Ja, Extendo, mein Twin. Auf der Transferliste. Er ist ein Transferziel des deutschen Rekordmeisters im kommenden Sommer und das liegt vor allem eben an Max Eberl. Ja, Xavi Simmons, bei ihm war einfach schon klar, dass er Profi wird mit so 13 Jahren. Und wisst ihr warum? Wegen seiner Frisur. Wegen seiner Frisur. Guck mal hier. Ich habe damals schon Videos von dem gesehen. Ich war da 17 oder so. Ich kannte den. Ich weiß nicht warum. Einfach wegen seinen Haaren. Jeder kannte den. Ich auch. Ja, jeder kannte den. Es war hier schon klar, dass er Profi ist. Hier. Der ist 12. Hier, Barcelona ist 13 Jahre alt. Wonderkid being scouted by Chelsea. Hier, guck, da weißt du schon. Guck, wie er aussieht. Guck mal, Trikot in der Hose. Guck dir mal die Beinchen an. Mit Schienbein schon an. Der war halt. Was hat denn der dann gemacht? Barca, dann zu PSG, von PSG zu Eindhoven, da hat er rasiert. Von Eindhoven ist er jetzt zu Dings gekommen, ne? Oder war er nicht noch bei AC Mailand oder so zwischendurch? Von wo kommt mein Mailand-Call gerade? Irgendwie habe ich Mailand in meinem Kopf, ne? Irgendwas italienische Liga? Achso, wieder PSG, okay. Eber, das ist ein großer Fan, der hat super viel dafür getan, um Xavi damals zu RB Leipzig zu holen. Hatte sich auch mit der Familie getroffen, war bei denen zu Hause. Also hat diesen Spieler wirklich massiv umworben. Und wie sich herausstellte mit Erfolg, der spielt ja auch eine Bombensaison bei RB. Allerdings, das Ganze ist sehr, 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 sehr... Xavi hatte auch krasse Haare und Flop. Bro. Ey, Xavi, Flop. Willst du mal seinen Kontostand sehen? Das heißt ja nicht, dass man krass ist, Bruder. Der Mann spielt immer noch bei Rom, hat 32 Spiele gemacht. Heißt, der hat auch seine 10 Millionen gemacht, Bruder. Dieses Jahr wieder. Der war schon damals bei Milan Prime mit Boateng oder Dino und Co. War bei Monaco, hat nochmal Nettogeld eingesammelt. AS Rom, Mailand, ist in den schönsten Städten. Der isst das beste Essen. War kurz in China und ist wieder bei Rom. Bruder, er hat alles durchgespielt. Kann sein, meine Traumkarriere zusetzen. Wäre ja noch MLS gewesen anstatt China. Bei PSG hat er noch einen Vertrag bis 2027. PSV hat noch Anteile an ihm. Und es gibt eben ein paar Faktoren, wie eben die Bayern haben noch kein Coman verkauft, kein Gnabry verkauft. Alle hohe Gehälter. Die Bayern sind überhaupt mittlerweile am Zweifeln, ob sie überhaupt zwei, drei Jungs richtig teuer loswerden. Und bis es dann soweit sein könnte es eben auch sein, dass Xavi schon vom Markt ist. Denn der will sich eigentlich bis zur EM entschieden haben, wie es weitergeht. Preistechnisch ca. 60 bis 70 Millionen Euro. Das ist der Preis, über den gesprochen wird. Und eben das Konstrukt ist sehr kompliziert. Also bei Bayern auf der Liste, aber sie brauchen eben schnellstmöglich einen neuen Trainer, damit sie jetzt so langsam in die Gänge kommen. Und gibt noch einen zweiten ganz. Wird das Fußballergehalt wirklich wöchentlich ausgezahlt? Nein. Nur in England. In England wird wöchentlich gezahlt. Ach, sonst wird einfach auf monatlich. Ganz normal. Spannenden Leipziger Spieler Benjamin Šeško, der Slowene, sehr jung und mit einer sehr, sehr starken Rückrunde. Er ist mein Mann. 73 Millionen Marktwert? Alter. Hinze hat die Infos zu seiner Zukunft. 73 Millionen Marktwert ist krank. Letzter Spieltag rum bedeutet auch, jetzt steht sie fest, die leistungsabhängige Klausel von Benjamin Šeško. Kurze Erinnerung, im Winter lag sie noch bei 50 Millionen, aufgrund der überragenden Rückrunde aber auf rund 65 Millionen gestiegen. Bedeutet für alle Interessenten ist klar, 65 Millionen Euro Klausel ziehen oder Šeško wird in diesem Sommer nicht transferiert. Nach unten wird RB nämlich keineswegs verhandeln. Nein, nein, für Leipzig ist eher ein anderer Weg interessant. Šeško. Und zwar das Abkaufen der Klausel bedeutet deutlich höheres Gehalt. Ich hab den einfach schon bei Salzburg denkst, gespottet. Bin ihm gefolgt, der ist mir zurückgefolgt, Brate mal. Halt, Vertragsanpassung und Redemo. Eben für diesen Sommer die Klausel streichen. Wir hören als Leipzig wir ein Spiel gegen Barca waren von Noah und Karim, da habe ich den gespottet.
spricht mit der Šeško-Seite darüber, möchte den Slowen unbedingt über den Sommer hinaus in Leipzig halten. Gibt es keine Einigung, dann ist klar, kostet Šeško bis Ende Juni 65 Millionen Euro. Genau, und eben noch live reingekommen, es gibt zwei Anfragen für Šeško aus Saudi-Arabien, aber diese wurden bereits abgelehnt. Mach's bitte nicht. Denn Šeško wird unter keinen Umständen nach Saudi-Arabien in diesem Sommer wechseln. Maybe für 1 Milliarde? Gerassi, da wird sich Niklas Füllkrug freuen, wenn die Dortmunder den holen, oder? Ja, aber bei den Ansprüchen, die sie haben, brauchen sie da vorne eine doppelte, am besten Fall eine dreifach top besetzte Sturmlinie. Und deswegen wollen sie da vorne unbedingt was machen. Die Dortmunder suchen nach einer richtigen Neunerkante. Ein richtig klarer, zusätzlicher Neuner neben Niklas Füllkrug soll zum BVB wechseln. Patrick Berger hat es eben angedeutet. Wir haben das in den vergangenen Tagen schon berichtet. Er steht auf der Liste und Dortmund beschäftigt. Wie, wenn die mit Doppelsturm spielen, Gerassi und Fülle? Sich mit Šeško Gerassi. Wir können jetzt nochmal einen weiter drehen, denn Šeško... Ich bin gar kein Fan von Formationen mit zwei Stürmern. Gerassi ist ein Spieler, dem Borussia Dortmund unbedingt in die Ausstiegsklausel 18,5 Millionen, lol. ...diesen Sommer verpflichten möchte. Er steht dort auf der Liste sehr... Auch dran, Bayern. Ich sag, Gerassi ist jetzt der Klassiker. Also wenn er zu Dortmund wechselt, da wird so zu... Aston Villa oder zu Newcastle wechseln. Spurs. So diese Tier 2 Premier League Mannschaft, wo er sich dumm und dämlich verdient und wird so eine 8-Tore-Saison machen und dann legt er sich langsam zur Ruhe. Sehr weit oben. Aber sie wissen eben auch beim BVB viele Interessenten, die Bayern Serie A. sind. Oder das Geld sieht ihn aber in der Prem. Weg. Er ist schwarz. Wir kennen nur das. Wir gehen Premier League. Vom Tisch liegt jetzt auch viel daran, welcher neuer Trainer kommt. Was spielt er für ein System? Scheiß mal auf Essen, sind Teams auf aus England und Spanien mehr und so. Wir gehen in Regen, aber verdienen das Doppelte. Die Ausstiegsklausel bei 18,5 Millionen Euro. Dortmunder haben die ersten Hausaufgaben erledigt. Es gab Gespräche. Man hat Wer hätte gedacht, dass Kanté nach Saudi-Arabien geht? BVB-Wechsel nicht abgeneigt. Und steht auf. Man muss Dorf ernähren. SkySport.de auch so viel wie möglich mitnehmen, wenn es um die Elf der Saison geht. Das wird kann auch sein, dass es ein verrückter Wechsel von Chelsea wird. Dass Chelsea den kauft. So den achten Stürmer. Modest-Vibes. Ja, Mann. Das ist wirklich Modest-Vibes. Bruder, Modest ist doch nach China gewechselt nach seiner Saison. Wie viele Tore hat Modest gemacht? 20 oder so? 25? Er wechselt zu China. Danach die Doppelspitze. Und dann glaube ich wieder China, oder? Warte mal. Modest. Und dann wieder Köln. Hoffenheim, Köln, China. Köln, wieder China. Ablöse, 29 Millionen. Ablösefrei. Köln, Saint-Étienne, Köln. Köln hat ihn immer wieder aufgenommen. Achso, das ist Laie. Dortmund, jetzt, was? Nein. Wo ist das? Ägyptische Liga? Hä, haben die Geld? Was sucht er da? Zukunft von Sandro Wagner. Der Taktiktafel, besser gesagt, Plätti. Und das hat einen guten Grund, denn es gab den Praktikanten Sandro Wagner bei Brighton & Hove. Ja, Leute, aber Brighton. Jet De Zerbi ist mein Go-Trainer nach Pep. Ist eine schöne, bunte Nachricht. Oder was der aus Brighton & Hove gemacht hat. Ich war Fan von Brighton & Hove. Ich habe Spiele geguckt von Brighton & Hove, nur weil die so geil Fußball gespielt hat. Haben, weil das so geil war anzugucken. Nicht im Transfer-Update, denn wir haben die Information erhalten, dass Sandro Wagner hospitiert hat. Ich und Marlon, wir haben uns hingesetzt, haben Brighton & Hove geguckt gegen, keine Ahnung wen, gegen Luton Town oder so und haben die ganze Zeit gesagt, das ist die beste Mannschaft der Welt. Das hat er gemacht, um sich einfach weiter... Im Sommer jetzt weg, ja, endlich. Digga, stell mal vor, der hat anstatt was er aus Brighton gemacht hat, Brighton & Hove Albion, okay? Stell dir vor, der hat anstatt den Spielern, hat er eine richtig geile... Bruder, der hatte Danny Welbeck. Da hat Danny Welbeck in Sturm gespielt. Ich habe mir das angeguckt. Das geht doch gar nicht. Hat nicht Xavi doch gesagt, dass er bleibt, Chat? Wenn der eine Top-Mannschaft hat, das wird geisteskrank. Ich sagte, Zerbi, richtig krasser Trainer. Zu bilden, mal den Horizont zu erweitern. Und er war tatsächlich eine Woche am Start bei Roberto De Zerbi. Das Ganze soll stattgefunden haben. Sag er, wird Man U gehen? Meint er, will in der Prem bleiben? Och nein. Nicht Man U. Man U ist wirklich der Schandclub, wo man nicht hinwechseln sollte, außer du willst Geld haben. Sonst, Bruder, gab es mal irgendeinen Wechsel, der gut gelaufen ist bei Man U? Außer von Harry Maguire. Nein, nicht bei der. Cristiano Ronaldo. Bruder, sonst jeder Wechsel von einem Topspieler ist immer Arsch. Bruno Fernandes, ja. Lisandro, ja, okay, aber das ist jetzt nicht so
diese Spieler, wo sich so die Leute richtig viel erhoffen. So ein Sancho, so ein Memphis, so ein Anthony, so einer. So 50 Millionen plus. Haben rund um die Woche, als die Bayern das Auswärtsspiel hatten, beim FC Arsenal in der Champions League. Eine Woche war er vor Ort bei Brighton auf dem Trainingsplatz mit in den Teamsitzungen, hat sich da sehr, sehr viele Einflüsse geholt und das hat wohl sehr, sehr gut funktioniert zwischen De Zerbi und Sandro Wagner. Und es gab übrigens mal die ganz leichte Idee, dass ein Cheftrainer De Zerbi kommen könnte zum FC Bayern mit dem Co-Trainer Sandro Wagner. Überhaupt nichts draus geworden. Aber wir müssen über Sandro Wagner sprechen, denn er hat seinen Vertrag verlängert beim DFB. Mit allen anderen Co-Trainern bleiben sie bis 2026, also bis einschließlich wird es vor der EM verlängert. Der WM. Und trotzdem muss man sagen, bei Sandro Wagner ist ein Sommer oder ist ein Wechsel möglich, weil er eben Interessenten hat aus der Bundesliga. Hat jetzt schon Anfragen vorliegen, macht sein Fußballlehrer Ende dieses Jahres, will unbedingt Cheftrainer werden. Ich wage mal zu behaupten, dass er dann diesen Schritt auch machen wird in den nächsten Monaten, vielleicht im nächsten halben oder im nächsten Jahr. Warten wir mal ab. John hat mir gestern gesagt, der hat noch ein Jahr Vertrag. Also der müsste eigentlich jetzt gehen, damit die noch Geld bekommen, der Verein. Aber er meinte, er will gar nicht wissen, also ich habe ihn gefragt am Tisch, er meinte, er will gar nicht wissen, wer interessiert ist und so. Er will einfach zu Ende spielen, die Saison, weil er hat keinen Bock, so in seinen Kopf zu haben, jetzt ist Scout von Everton da oder was weiß ich. Deswegen meinte er, dass er einfach so die Saison zu Ende spielen will. So, der Berater soll ihm gar nicht sagen, welche Vereine an ihn interessiert sind. Ich will, dass er den, also er muss wirklich den nächsten Step machen. Das ist so, also Jordan ist so krass. Ich sehe den bei so, hier so ein Premier League, so einen schlechten Premier League Verein. Mir fällt kein ein. Hä? Mir fällt kein Verein ein. Aber das ist überhaupt West Ham? Ja, West Ham. Brentford, ja genau. Optimistisch und start mit Fabian Reh. Der Mann hat 86 Tempo, ist schwarz, groß, ja. Geiles Aufbauspiel, fertig. Ja, Fabian Reh ist Leistungsträger bei der Hertha, aber da wird definitiv ein Abgang forciert. Digga, ich dachte die ganze Zeit, Fabi bleibt. Warte mal. Linksfuß, stimmt. Bei ihm ist auch schon seit 5 Jahren oder so, gibt es schon immer Interessenten aus der Premier League. Also es wird bestimmt wieder irgendwas geben. Und da gibt's Big Rags. Und mein Bruder guckt auch. Obwohl, bis jetzt noch nicht, aber es wird langsam Zeit. Aber heute sind wir optimistisch und starten mit Fabian Reh. Ja, Fabian Reh, Leistungsträger bei der Hertha. Aber da wird definitiv ein Abgang forciert. Ein Wechsel ist sehr, sehr wahrscheinlich. Entweder in die Bundesliga oder in die Premier League Gespräche. Okay, aber nach der Saison muss er auch eigentlich hochwechseln, ja. Er muss. Premier League, ich finde, Fabi passt gar nicht in Premier League. Er ist so ein Deutscher halt, ne? Ich finde, er muss so zu. Ja. Gladbach. Was denn? Was ist mit Jordan Torunariga? Ja, spielt eine richtig gute Runde bei Gent. Vertrag läuft 2025 aus. Kann Gent verlassen. Und auch da gibt es Gespräche. Preis ca. 2,5 bis. Oh, wie billig. 3 Millionen Euro. Da gibt es als auch die ersten Interessenten. Warten wir mal ab, was draus wird. Sag doch wer! Yannick Rochels haben wir noch. Mann! Mit dabei in der Runde Bremen. Von der SV Elversberg. Digga, ich hab. Nee, sag nicht, was ich gehört habe. Kann den Verein, kann Elversberg für ca. 1,5 Millionen Euro in diesem Sommer verlassen. Und die Heidenheimer hatten sich mal mit ihm beschäftigt, was wir neu sagen können. St. Pauli hat ihn auf der Liste, ist an einem Sommerwechsel interessiert. Was machen wir mit Marius Wolf und seiner Zukunft? Ja, schauen wir mal. Also Dortmund hat ihn verabschiedet. Nee, ich meine Rehse war mit Bremen gerade, was ich meinte. Und das, da sage ich nicht, was ich gehört habe. Torunariga. Steht hier nicht Gerüchte? Okay, das war früher. Hannover, Stuttgart, Frankfurt, RB Leipzig, Fenerbahce. Digga, er war wirklich mit Fenerbahce fast, ne? Köln, Atalanta, Newcastle. Boah, unser Berater war immer richtig krass mit Newcastle. Und dann kam der Investor. Girondin Bordeaux. Der hat auch Monaco und so schon. Everton war auch schon. West Ham, Wolfsburg. Boah. Gent, Gladbach. Gladbach war letztes Jahr, ja. Gucken. Dieses Jahr kam noch nicht. My phone, yeah. Triple nine.